Letztes Mal in Yu-Gi-Oh! Als ob er es wusste. Als ob er es wusste. Ich werde davor die Runde schon machen sollen. Aber gut, ich hole mir gleich Zombie-Welt wieder und dann. Stimmt, ich kann auch gegnerische Zombies verbannen. Ja. Speziell von seinem Friedhof. Naja, weil es bei ihm verbannt worden ist. Skelettdrache Felgrand. So, das Spielfeld sind, das ist natürlich die Bedingung. Davon haben wir nicht genug auf der Hand. Gleich noch eine Synchrobeschwörung starten hier. Mehr aber auch leider nicht. Zu viele statt Metadex. Achso, vor Vorbereitung der Riten. Schwarze Illusionsritual. Aufgegeben! Ja, habe ich jetzt schon Illusionsmonster in dem Game? Manjur der 10.000 Hände. Auch gleich eine Ritualbeschwörung durchführen. Ja, soll ich ja mein Schwarzgeflügel in den Drachen nehmen, weil ich habe keine Schwarzfederzellmarke auf ihn gesetzt. Also, konnte ich noch nicht. Nur falls ich Schaden halt durch den Karteneffekt. Jetzt hätte ich den Effekt von aufgegeben konnten auskontern können. Was geil ist, wenn er jetzt keine Karte verdeckt liegt, könnte ich sein Manjur der 10.000 Hände mit Schuba der blauen Flamme zerstören und könnte mir ein weiteres Schwarzflügelmonster holen für die nächste Zugbeschwörung. Der lässt ihn sogar noch im Feld. Auch so ein Oldschool-Spieler. Ach, ich liebe es. Wir bleiben in den unteren Ligen. Schadensbekannt. Ich kann mir zwar ordentlich aber Schaden hinzufügen, aber zu viel. Das war genauso schlecht wie mein Spielzug davor. Den wir jetzt natürlich in die Karte gespielt, dass er als zweites anfangen durfte. Weil er als erstes angefangen hat, ihm das nichts gebracht. Könnte noch wichtig werden, falls ich meinen Schwarzflügel Panzermeister. Nee, wie ist er denn? Rüstungsmeister. Nee, Panzermeister. Stufe 7? Ja, ich komme nicht sofort auf Stufe 10. Gale oder Warte. Weh, ich kann seinen Effekt nicht aktivieren. Natürlich nicht. Scheiße. Ach, der Effekt wird annulliert. Kein Wunder, dass ich den Effekt nicht aktivieren kann.
gibt mir noch nicht viel. Soll ich noch einen Friedhof schicken? Ich hab einen Friedhofseffekt. Ja. Leider nicht viel gebracht. Da muss ich gleich Ikaros-Angriff nutzen. Obwohl, muss ich nicht. Ich könnte erstmal mit Schwarzflügel Jetstream mein Sprachenlernen Bubble. Borea Storm. Alter, komischer Name. Der boshafte Wind. Schützen. Schützen. Nein, kann ich nicht. Scheiße. Ja, nehmen wir doch Ikaros Angriff. Okay. Die Gegner, dein Gegner zieht sich sein Deck. Sprachenlernen, Bubble. Sieht sich sein Deck an. Zeigt er einen deklarierten Monster vor, falls es gibt bestimmt eins dieser Effekte aufgeführt ist. Es ist hinzugefügt, diese Karte aktiviert, der Spieler diese Karte aktiviert, hat beschwört das deklarierte Monster. Achso, er duftet sich jetzt. Warum er? Aber doch nicht so schlimm, dass ich tief auf Friedhof gelegt habe. Siehst du, ich habe da vergessen, dass der auch zugerufen werden kann. Jetzt kommt es mal richtig in Fahrt hier, Dick. Das ist unser Panzermeister. Kriegen wir noch eine schöne Animation hinterhergejagt? Geil. Digga, lass mich doch den. Also, der Support reicht aber leider nicht für die Meta und das ist das Ärgerliche. Das könnte vielleicht. Also, erstmal aktiviere ich den Effekt, weil dann kann man nämlich spezial spüren. Glaube ich, hoffe ich. Ja. Sehr schön, das läuft ja wie geschmiert. Wie eine gut geirrte Maschine. Dann kommen wir nämlich gleich auf Panzermeister, der bleibt nicht von Karteneffekten generell unberührt. Ich mache jetzt erstmal Stufe 6, dann Stufe 10. Diesmal haben wir jetzt sehr gut gezogen.
Sehr schön. Ah, so lobe ich mir das. Das ist in der Runde. Ja, bei zweites angefangen. 4 oder 5 Synchro-Monster und dann. Oh, Hero. Und dann habe ich den Gegner direkt aus dem Leben genommen. Genau, mein Panzermeister bleibt von Effekten anderer Karten unberührt, auch von deiner, also auch wenn ich jetzt eigene auf ihn anwende. Das Schöne ist, für jeden Effekt kriegen die anderen Keil 10 Marken und dann kann ich diese Monster unter meiner Fittiche nehmen. Bitte von der Hand nur, bitte von der Hand nur. Nein, verdammt. Oh, dann kommt bestimmt jetzt Tornado. Oh, nee. Ach doch, zum Glück nur der neue Flammenflügel, Mann. Es gibt so viele Hero-Varianten mittlerweile. Lieblingskontakt. Oh, Elemental Sunrise. Warum? Hat er gerade nochmal aktiviert? Hours later. Hier fügen wir. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Joa, ich hätte doch mal zweites anfangen sollen. Alter, wie viele Fusionskarten der auf der Hand hat. Dass der überhaupt was machen konnte. Na gut, Wunderfusion hat er erst durch Sunrise bekommen. Dass ich jede zweite Runde jetzt hier auf den Sack kriege, finde ich ganz schön unfair. Arschloch. Alter, übertreib deine Rolle nicht. Warum? Ich habe ihm nichts getan. Ich habe ihm nichts getan. Mein Gott, nochmal. Warum? 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 Ich verstehe das nicht mehr. Ich kann nicht mehr, bin nicht mehr. Bitter. Ja gut. Dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch wenn Yu-Gi-Oh! Ja, für viele sehr, sehr langweilig ist. Dennoch hoffe ich, dass wir vielleicht auch einige Yu-Gi-Oh!-Fans hier unter uns haben, die sich das Video gerne anschauen. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Diesmal mit einem anderen Game dann wahrscheinlich auch. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Haut rein, tschüss, euer ET Remake.